Es ist 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Walter und Robert sitzen in der Cafeteria. Walter sagt, mir tut mein Ellbogen so weh. Ich glaube, ich muss mir irgendeinen Spezialisten suchen. Sagt Robert, du vergisst Spezialisten. Beim Lidl gibt es jetzt einen Diagnoseautomaten. Brauchst nur eine Urinprobe und 10 Euro und der sagt dir genau, was du hast und wie du das behandeln kannst. Walter denkt sich, das probiere ich aus. Geht hin mit einer Urinprobe, leert sie in den Automaten, gibt 10 Euro rein, bing! Kürzeste Zeit kommt der Bom raus und der stellt oben, Sie haben einen Tennis an. Baden Sie ihn mehrmals im warmen Wasser, nach 2 Wochen ist alles wieder gut. Genial. Walter ist total verblüfft. Ganzen Tag über denkt er nichts anderes als wie an diesen Automaten. Dann überlegt er sich, schauen wir mal, wie schlau diese Technik wirklich ist. Er nimmt wieder so einen Becherl, holt sich eine Stuhlprobe seines Hundes, gibt ein bisschen Wasser rein, die Urinprobe von seiner Frau und seiner Tochter und ein bisschen Samen von ihm selber. Das mischt er gut durch, geht wieder zum Libro, leert das in den Automaten, schiebt 10 Euro rein, bing, kommt auch schon das Ergebnis raus. Erstens, Sie haben hartes Wasser. Besorgen Sie sich einen Entkalker. Zweitens, Ihr Hund hat Mehlwürmer. Besorgen Sie Spezialfutter. Drittens, Ihre Tochter nimmt Kokain. Besorgen Sie einen Platz in einer Entzugsklinik. Viertens, Ihre Frau ist schwanger. Es sind Zwillinge, nicht von Ihnen. Besorgen Sie sich einen Anwalt. Und fünftens, wenn Sie nicht zum Wichsen aufhören, wird Ihr Penisarm niemals gut. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Lidl. Der Montagswitz.